Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Tag der Abrechnung, Judgment Day. Wargaming hat's gestern so ein bisschen geleakt, ein bisschen angeteasert. Heute ist die Ankündigung nun raus. Es gibt ein besonderes Battle Pass Kapitel, welches dann nächste Woche nach den Feiertags-Ops losgeht. Wargaming gibt uns ja also nicht wirklich Zeit zum Durchschnaufen. Vom 12. bis zum 26. Januar. Ein komplettes Kapitel, 14 Tage, 50 Stufen Battle Pass mit der Möglichkeit, sich einen Premium-Panzer zu erspielen, wenn man Gold investiert und auch noch andere optische Sachen oder auch Kommandanten. Wir werden uns hier im Video den Teaser von Wargaming selber anschauen, der ziemlich cool gemacht ist. Werden uns das Battle Pass Kapitel mit den ganzen Bedingungen und den Kosten und vielleicht auch versteckten Kosten anschauen. Wir werden auch einen kleinen Vergleich zum extra Battle Pass Kapitel zum SHPTK machen aus dem letzten Frühjahr. Und wir werden uns auch noch hier im Video einen ganz kurzen Vergleich mit dem Premium-Panzer oder zu dem Premium-Panzer hier anschauen, den man nämlich erspielen kann, der hier als T832 angegeben ist. Es ist nichts anderes als ein T32M, den ich vor ein paar Wochen als Supertestfahrzeug angekündigt habe. Und das ist am Ende nichts anderes als ein ziemlich gelangweilter Copy-Paste-Panzer von einem Standard-Tech-Tree. T32. Aber bevor wir darauf einen Blick werfen, wie angekündigt, erstmal das Teaser-Video von Wargaming selber zum Terminator 2 oder Judgment Day, Tag der Abrechnung, Battle Pass Event. Haben sie schon ziemlich cool gemacht. Also, ja, das ist sehr viel Terminator 2. Scanner. Battle Pass. Tag der Abrechnung. Gefunden. Hier sehen wir jetzt auch schon teilweise, was es für Belohnungen gibt. Primär die Stufen oftmals mit irgendwelchen Dekoren bestückt. Natürlich alle so ein bisschen im Arnie- und Terminator-Style, klar. Wohnort. Fortschritt für Standardbelohnung. Kommandant John Connor. See you in another timeline. Ja, und einen der Kommandanten bekommen wir tatsächlich auch im Standard-Battle-Pass, nämlich John Connor hier. Aber es gibt noch weitere Kommandanten und die sind teilweise auch hinter einer Paywall versteckt. Aber dazu gleich mehr. Nächster Verwandter. Sarah Connor. Fundort. Paket-Skynet-Kämpfer. Special Bundle. Back to where you came from. Umfasst Kommandantin Sarah Connor. Stil, Dekor und Reserven. Kommandant T-800. I need your clothes, your boots and your tank. G-800.
Gegner, Fundort, Paket, die perfekte Waffe, Kommandant T-1000. Und der T-1000 auch in einem Special-Paket. This is Judgment Day. Gegner aufgeklärt. Gegner entdeckt. Warum sie hier ein CDC genommen haben, keine Ahnung. Special, Tag der Abrechnung. Sammelt alle Belohnungssätze des legendären Films. Ja, das war das Teaser-Video. Natürlich sehr cool aufgemacht. Das ganze Setting, die ganze Idee, Terminator 2, das ist, also für mich, ich finde es mega geil, ja. Aber wir müssen natürlich wieder ein bisschen in die Details schauen. Und da gibt es jetzt wieder bezogen auf WoT natürlich ein paar Sachen, die wir hier berücksichtigen müssen und wo man auch wieder fragen muss, ach, warum macht's denn Wargaming so und vielleicht nicht ein bisschen spielerfreundlicher. Aber wir werfen mal einen Blick drauf. Hier im Artikel findet ihr alle Infos zu diesem extra Battle Pass Event. Ich packe euch den Link natürlich auch nochmal mit unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr auch nochmal selber alles im Detail nachlesen, beziehungsweise findet ihr den Artikel natürlich auch auf der World of Tanks Seite. Das Video haben wir gesehen, hier die wichtigsten Begriffe, die erläutert werden. Das Event läuft, wie erwähnt, vom 12. Januar bis zum 26. Januar. Das sind 14 Tage. Ihr könnt, dürft, müsst in diesen 14 Tagen die gewohnten 50 Battle Pass Stufen für ein Kapitel spielen, um, plus natürlich das Gold, was ihr noch ausgeben müsst, darauf gehe ich gleich noch ein, den Panzer zu bekommen, der hier auch im Video gezeigt wurde. Das heißt, ihr habt nur die Hälfte der Zeit für ein komplettes Kapitel als bei einem gewöhnlichen Battle Pass Kapitel, denn wir wissen ja, normalerweise läuft der Battle Pass roundabout 3 Monate und das sind 150 Stufen und ihr habt jeweils 50 Stufen, also 1 Monat, ne? Und jetzt sind es halt nur 14 Tage, also ist jetzt nicht schwer auszurechnen. In Bezug auf den SAPTK, darauf beziehe ich mich immer, auf das SAPTK-Extra-Kapitel aus dem letzten Mai, war es damals so, da waren es für den SAPTK 40 Stufen und das Event ging aber nur 11 Tage. So, jetzt kann man mal kurz ausrechnen. Beim SAPTK waren das also 3,63 Stufen für den Battle Pass, für das Kapitel, was ihr spielen musstet, um am Ende die 40 Stufen in der Zeit zu schaffen. Jetzt, bei diesem Terminator-Event sind es 50 Stufen in 14 Tagen und das sind 3,57 Stufen pro Tag, die ihr spielen müsst. Allerdings muss man hier erwähnen, dass es bei diesem Terminator-Event keine Fokuspanzer gibt, also keine Tier 10 Panzer, mit denen man mehr Punkte verdienen kann. Es ist also insgesamt höchstwahrscheinlich ein Ticken schwerer, die kompletten 50 Stufen zu spielen. Ein weiterer Unterschied ist auch zum Extra-Kapitel zum SHPTK, dass man hier beim Terminator-Event den Panzer auch nur bekommt, wenn man sich das erweiterte oder den erweiterten Pass kauft. Der kostet hier dieses Kapitel
3500 Gold, nur um den erweiterten Pass zu bekommen. Man muss aber trotzdem dann die 50 Stufen noch spielen. Also Wargaming möchte hier, dass ihr euch quasi mit eurem Gold committet, um dann eine Chance auf den Panzer zu haben. Ihr müsst also auf jeden Fall in irgendeiner Form mal Gold gekauft haben, sei es über die Lootboxen oder irgendwann mal so. Das heißt, am Ende 3500 Gold, das sind, wenn man es einzeln kauft, müsste ich jetzt nachgucken, aber irgendwas so 12, 13 Euro, die man am Ende plus die Zeit, die man spielen muss, die 50 Stufen, für diesen Panzer ausgeben muss. Und hier muss man schon sagen, das war beim SHP-TK ein bisschen besser, denn den konnte man ohne den erweiterten Battle Pass bekommen bei diesem Kapitel. Man musste einfach nur die 40 Stufen spielen und hat den SHP-TK bekommen, also einen Tier 8 Jagdpanzer, Premium-Jagdpanzer. Man musste den erweiterten Pass beim SHP-TK nur kaufen, wenn man auch den 3D-Stil dazu haben wollte. Das heißt, 2000 Gold beim SHP-TK für Panzer und 3D-Stil plus die Zeit, die man spielen musste. Hier sind es jetzt 3500 Gold plus die Zeit, die man spielen muss für den T-832, naja, ihr wisst, was ich meine, diesen T-32M. Wo man aber fairerweise ja sagen muss, da ist der 3D-Stil quasi schon mit drin, weil der hat ja diesen Terminator-Stil drauf. Kommen wir noch zu einem weiteren Punkt, und das sind die Kosten, wenn man sich den ganzen Pass direkt durchkaufen will. Das geht natürlich auch. Beim SHP-TK sind es 40 Stufen, 2000 Gold für den erweiterten Pass plus 250 Gold pro Stufe. Ergibt am Ende also 12.000 Gold und man hat, ohne irgendwie Zeit zu investieren, den Panzer plus den 3D-Stil bekommen. Beim Terminator-Event ist es ein bisschen anders. Hier sind es 3.500 Gold, 250 Gold pro Stufe. Bei 50 Stufen sind am Ende insgesamt zusammen 16.000 Gold. Das ist schon ziemlich sportlich. Also das heißt, man kommt ja am Ende auch wieder auf irgendwo 50, 60 Euro, die man auch am Ende ausgeben müsste, wenn es ein ganz normaler Marathon-Panzer wäre, wo man am Ende auch den 3D-Stil haben will. Also Wargaming macht es monetär schon wieder ganz schlau. Hier hat man auf jeden Fall gute Möglichkeiten, sein Gold aus den Weihnachtsboxen wunderbar gleich wieder zu reinvestieren. Außerdem gibt es noch zwei 2D-Stile, die man sich erspielen kann, neben den ganzen anderen Dekoren, die da enthalten sind. Es gibt den 2D-Stil Polylegierung, der ist im Standard-Pass enthalten. Ist natürlich auch hier in Anlehnung an Terminator 2, klar. Und es gibt den zweiten 2D-Stil Skynet-Bastion und der ist im erweiterten Pass enthalten. Sieht natürlich, über Geschmack lässt sich streiten. Ich finde den ein bisschen cooler. Und es gibt auch noch einen dritten 2D-Stil, Entschuldigung. Und das ist Schritt in die Ewigkeit. Und der ist in einem der beiden weiteren Pakete, die man kaufen kann, enthalten. Denn, ihr habt ja gerade im Video schon gesehen, es gibt insgesamt 4 Kommandanten, wobei man nur 2 Kommandanten über das Kapitel erspielen kann. Das ist also einerseits John Connor und natürlich der Terminator selber. Und dann gibt es aber auch noch 2 Kaufpakete, auch wieder für Gold, wo man sich einerseits den T-1000 als Kommandant in die Garage holen kann mit, ihr seht es schon hier, Anleihen, Besatzungsbüchern und Fünffach-Boostern. Und natürlich noch ein zweites Paket, mit dem ihr euch Sarah Connor als Kommandantin holen könnt. Plus auch noch weitere, also wo dann auch dieser 2D-Stil hier enthalten ist, den wir uns gerade angeschaut haben. Weitere Dekore und persönliche Reserven für Credits. Diese beiden Pakete kann man jeweils 3-mal kaufen, ja, kostet entweder 5000 Gold einmal für Sarah Connor oder 3000 Gold für den T-1000 und bringen im Gegenzug einen Gegenwert von, wenn ich das hier richtig interpretiere, von 7500 bzw. von 12.500 Gold. Ja, also hier gibt Wargaming die nächste Möglichkeit, euer Gold aus den Weihnachtsboxen loszuwerden. Gerade was die Kommandanten angeht, finde ich es schon ein bisschen schade,
Vielleicht hätte es auch einfach besser sein können, nur einen Kommandanten, also einen der beiden, für ein Goldpaket anzubieten und vielleicht einen anderen Kommandanten einfach im erweiterten Kapitel anzubieten, was man sich für 3.500 Gold kaufen kann. Das finde ich tatsächlich ein bisschen zu, naja, zu gierig möchte ich jetzt, also gierig ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist ein Ticken zu viel für meinen Geschmack. Ja, und das Wichtigste ist natürlich, oder das Kernstück, ist hier dieser T-832. Ein Premium 8er schwerer Panzer der Amerikaner mit hier diesem 3D-Stil, der natürlich an den Terminator erinnert, an den Terminator 2 oder beziehungsweise an den Terminator aus Terminator 2. Ich habe dieses Fahrzeug, und das ist im Kern ein T-32M, vor kurzem schon mal in einem Video für den Supertest vorgestellt. Und die Daten, die jetzt hier gelistet sind, sind auch die Daten, die man hier auf Tanks GG findet. Und das ist halt das wirklich Langweilige an diesem Event. Alles drumherum, coole Idee, passt irgendwie thematisch, die Aufmachung ist geil, das mit den Kommandanten ist cool, mit den Kaufpaketen vielleicht nicht unbedingt. Aber warum denn dann dieser T-32M? Liebe Leute bei Wargaming, das ist am Ende, auch wenn das jetzt vielleicht nicht die finalen Statistiken sind, auch wenn sich hier vielleicht mit dem Patch, der vorher noch kommt, nochmal irgendwas ändern sollte. Aber im Kern ist es ein T-32, also eine Copy-Paste-Kopie des Standard-Tech-Tree-Amerikaners auf Tier 8 mit ein paar minimalen Veränderungen. Also rein vom Aufwand her, was den Panzer betrifft, was nur das Fahrzeug betrifft, ja, hat Wargaming hier tatsächlich nicht sehr, sehr viel Arbeit. Also wir sehen es schon, die Kanone ist im Grunde identisch, was Durchschlag und Alpha angeht. Die DPM ist schlechter, 2 Sekunden mehr Nachladezeit, dementsprechend gerade mal noch 1745 Schadenspunkte pro Minute. Ja, was gerade bei dem Premium-Durchschlag von gerade mal 252 ziemlich dünn ist. Ich habe ja auch gerade zufälligerweise vor kurzem oder vor wenigen Tagen ein Video zum T-32 gemacht, der ja im Grunde, wie gesagt, identisch ist. Natürlich die Kanone ansonsten ein bisschen besser beim T-32M. Sie ist viel genauer, sie hat die viel bessere Einzielzeit. Und wisst ihr, was das am Ende bedeutet? Wir werden also, wenn dieses Fahrzeug ins Spiel eingeführt wird über den Battle Pass, einen Haufen T-32Ms oder halt T-832er sehen, die an der Redline rumstehen, weil sie halt einen Heavy haben mit einer übel präzisen Kanone. Das wird richtig spaßig, wir werden richtig Freude haben. Die Softstats sind insofern in Ordnung, sind sogar noch ein bisschen besser bei der Turmdrehung. Also wir bekommen hier einen Sniper Heavy auf Tier 8. Ansonsten auch bei der Mobilität verändert sich kaum was. Das Leistungsgewicht wird ein bisschen besser. Bei den Geschwindigkeiten ändert sich nicht wirklich was. Das heißt, er ist immer noch relativ gemütlich unterwegs. Der Topspeed auf weichen Böden wird minimal besser, aber das ist im Grunde vernachlässigbar. Aber die effektiven Drehfreudigkeiten sind minimal schlechter, woher auch immer das kommt. Die restlichen Werte, Panzerung, Hitpoints, Sichtweite, Tarnwert sind erstmal identisch. Ich gebe aber trotzdem nochmal den Hinweis, das sind höchstwahrscheinlich die finalen Stats, wir wissen es aber zu diesem Zeitpunkt nicht genau. Zusammenfassend muss man also hier wieder sagen, was kann Wargaming gut? Sie können gute Teaser-Videos machen. Sie machen zugegebenermaßen schon coole Kooperationen. Also ich finde das thematisch schon alles passend und auch die 4 Kommandanten, die man sich insgesamt holen kann, habe ich ja gerade eben schon gesagt, sind halt auch sehr, sehr cool, vor allen Dingen auch mit ihrer individuellen Sprachausgabe. Habe ich überhaupt kein Problem damit. Auch der Panzer sieht optisch mit diesem Terminator 3D-Stil sehr, sehr, sehr cool aus. Da habe ich nichts dran auszusetzen. Was ich ein bisschen kacke finde, ist einfach diese Copy-Paste-Geschichte, die sie hier gemacht haben. Also diesen T-32 in ein Premium-Fahrzeug umzuwandeln. Ja, also kann ich irgendwie drauf verzichten. Es ist ja auch noch ein anderer Amerikaner im Supertest, nämlich ein Doppelrohrpanzer. Keine Ahnung, warum sie den nicht genommen haben. Und aus monetärer Sicht muss man natürlich sagen, machen sie super schlau. Sie haben direkt nach den Feiertags-Ops ein Event,
wo sie den Spielern die Möglichkeit geben, ihr ganzes Gold aus den großen Lootboxen direkt wieder loszuwerden. Das ist natürlich richtig monetär gesehen richtig schlau. Ich hätte es mir gewünscht, dass sie vielleicht nur einen Kommandanten in so ein Goldpaket packen und die anderen Kommandanten wirklich über das Battle Pass Kapitel erspielbar machen. Natürlich sind es 50 Stufen in 2 Wochen. Das wird wieder nur der geringste Teil der Leute schaffen oder halt nur die, die wirklich jeden Tag regelmäßig und viel World of Tanks spielen. Das ist am Ende okay. Wargaming hat auch nie behauptet, dass Marathon-Panzer oder Battle Pass-Kapitel so angelegt sind, dass sie für jeden schaffbar sind. Von daher kann ich damit leben. Auch ich werde es höchstwahrscheinlich nicht schaffen. Für alle anderen gibt es halt die Gold-Option. Man muss ja nicht direkt 16.000 Gold investieren, um sich das erwartete Kapitel plus alle Stufen zu kaufen. Man kann ja auch erstmal gucken, wie weit man kommt und den Rest dann mit seinem Feiertags-Ops-Gold dann abschließen. Am Ende natürlich die Frage an euch, was sagt ihr zu diesem Kapitel vom Battle Pass, auch von der zeitlichen Anordnung, vom Inhalt? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt Gemonfan, Kulle, Gorwin, Cortano, Carbine und Roblitz, und wir sehen uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.